zu einem weiteren Video, wo wir uns ganz viele Toka, Boka, Secrets und Lifehacks anschauen. Und ich kann euch eine Sache versprechen. Wir werden heute anschauen, wie wir unsere Frisur verändern, unsere Haarfarbe ändern. Und zwar nicht bei dem Foodmarkt, wo man das ja normalerweise machen kann. Wir werden zeigen, wie man ganz viele Sachen, Geschenke verpacken kann. Wir werden Sachen zeigen, wie wir Sachen an die Wand hängen. Und zwar alles Mögliche. Wie wir Sachen schweben lassen können und ganz viele weitere Sachen. Also eine ganze Menge mal wieder. Und ich würde sagen, wir starten einfach erstmal mit der ersten Sache. Alles klar. Und zwar, wie gesagt, wie man Frisuren und die Haarfarbe verändern kann. Neben natürlich dem Charakter-Editor. Nämlich dann bei jeder Person, die man so in die Finger bekommt. Und da legen wir los, indem wir zum Friseur gehen. Wir machen jetzt erstmal Tag. Es soll ja ein bisschen heller sein. Und bei diesem Friseur haben wir ja diese Maschine hier. Da kann man hier so Frisuren auswählen. So zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich jetzt noch nicht der speziellste Lifehack. Aber es ist schon mal ganz cool, dass man hier die Frisur ändern kann. Da muss man dann zum Beispiel jetzt nicht mehr in den Charaktereditor gehen und da dann noch das ändern, was man eigentlich ändern will. Und was man darüber hinaus vielleicht noch nicht so weiß. Ich meine, das ist ziemlich obvious, dass das natürlich funktioniert und man hier die Frisur ändern kann. Aber was vielleicht nicht so offensichtlich ist, ist dann das eigentliche Secret. Nämlich, dass man mit diesen Dosen hier die Haarfarbe ändern kann. Nämlich so. Sieht gut aus, oder? Also das geht vor allem auch viel schneller, als wenn man jetzt in den Charaktereditor geht und dann da das Ganze macht. Und das Schöne ist auch, das funktioniert einfach mit jeder Person. Also beispielsweise auch hier. Oh, ja, das wollten wir jetzt eigentlich dran lassen. So. Ja, egal. Auf jeden Fall kann man dann hier genauso die Haarfarbe ändern. Also eigentlich überall. Wir können uns also hier auch eine Haarfarbe aussuchen. Nehmen wir mal hier so hellblau. Zack. Also ich finde, es sieht mega gut aus und vor allem sind diese Frisur, also die Haarfarben auch nochmal viel knalliger als die normalen Haarfarben, die man normalerweise in Toka Boka so hat. Also, das war das erste, beziehungsweise die ersten beiden Secrets und wir machen direkt weiter mit den nächsten Secrets und verabschieden uns dann jetzt erstmal hier wieder vom Friseur, auch wenn es hier wahrscheinlich noch so ein paar Sachen gibt, die man sich so angucken kann. Aber wir wollen mal ein bisschen weitermachen und dafür gehen wir in den Geschenkeladen oder in den Laden, wo man Sachen kaufen kann und zwar hier in der Mitte von der City. Also heute gibt es eine Secret-Edition, wo wir uns so ein bisschen Secrets anschauen, die es vor allem in der Stadt, also Bob City, gibt. Einfach, damit man jetzt hier das so ein bisschen geordnet hat, damit man das nicht so alles durcheinander hat, sondern heute fokussieren wir uns vor allem auf Secrets hier in der Stadt. Und da haben wir ja hier erstmal ganz viele Sachen. Also ich glaube, in diesem Laden gibt es so viele Gegenstände und so viele Sachen, dass es auch einfach tausende von Secrets gibt. Aber wir wollen uns vor allem eins anschauen, und zwar können wir hier Geschenke verpacken. Und zwar unsere eigenen Geschenke. Also wir können hier einen Fußball drauflegen. Und dann wird es einfach zum Geschenk. Und das können wir mit allen möglichen Sachen machen. Das können wir hier mit so Puppen machen. So, Geschenk. Das können wir hier mit so Riesensachen machen. Nein. Mann. Wir machen es erstmal mit der Kamera. Das geht dann, oder so? Das müssen wir jetzt eigentlich hinkriegen. Wir machen es erstmal nur mit der Kamera. Aber es geht auf jeden Fall auch mit dem kompletten. So, jetzt haben wir zumindest die Kamera noch schon mal verpackt. Und das Stativ haben wir jetzt auch verpackt. Dann haben wir halt beides so zusammen verpackt. Ich schau mal, was wir sonst noch so machen. Was ist denn da so das Größte, was man hier verpacken kann? Kann ich dich als Geschenk einpacken? Nee. Aber eigentlich so ziemlich alle weiteren Sachen. Beispielsweise auch diese Fotokamera. So, das haben wir also auch verpackt. Und das Coole ist, also das war nur das erste Secret, was mit diesen Geschenken zu tun hat. Denn wir haben jetzt hier ganz viele Geschenke zusammengepackt und werden die jetzt erstmal mitnehmen. Die werden wir nämlich jetzt erstmal mitnehmen. Und zwar, jetzt haben wir hier keine Tüte, aber ist auch nicht weiter schlimm. Weil wir werden jetzt einfach eine Figur nehmen und da so ein bisschen die Geschenke an die Hand geben. Nämlich da ein Geschenk, da ein Geschenk, da ein Geschenk, da ein Geschenk. So, und das Ganze ist auch wichtig, weil das müssen wir jetzt einmal mitnehmen, denn wir nehmen jetzt die Geschenke mit nach Hause. Und da wartet das nächste Secret auf uns. Okay, und zwar gehen wir jetzt einmal nach Hause. Ist eigentlich egal, wo genau zu Hause. Ich habe jetzt mal dieses Haus ausgewählt, aber da könnt ihr jedes Zuhause auswählen, was ihr haben wollt oder was ihr gerade so gebaut habt. Und wenn wir zu Hause angekommen sind, brauchen wir einmal eine Ecke, wo ein bisschen Platz ist. Nämlich am besten bei dieser Ecke hier. Da packen wir einmal die Dusche weg und suchen dann vor allem die beiden, die drei aus mit den Geschenken. Sind jetzt gerade ein bisschen warm angekleidet, aber das spielt keine Rolle. Und zwar haben wir hier, ja, dieses eine Geschenk. Ich weiß gar nicht mehr, was drin ist, aber irgendwas, was wir gerade eingepackt haben. Und wenn wir das jetzt hier an die Wand stellen, dann haben wir hier die Möglichkeit, das auszupacken. 50.000 Jahre später. So, wir sind jetzt wieder zurück. Ich habe mir das einmal noch mal ganz kurz angeschaut, wie das jetzt genau funktioniert, weil es ist ein bisschen komplizierter. Aber dafür lohnt es sich auch, versprochen. Und zwar haben wir jetzt hier noch mal ein paar weitere Geschenke. Und zwar hier vor allem.
wird, glaube ich, noch ein paar weitere. Aber es spielt auch keine Rolle, weil uns reichen eigentlich die zwei oder drei. Und zwar haben wir hier in diesem Geschenk ja die eine Sache. Und wenn wir das Geschenk hier oben halten und dann auch aufmachen, so, dann bleibt das Ding an der Wand hängen oder schwebt einfach in der Luft. Also könnt ihr euch aussuchen. Also ich glaube, es hängt eher an der Wand. Und dadurch könnt ihr eure Häuser nochmal ganz krass einrichten. Weil ihr könnt eigentlich jeden Gegenstand nehmen, den zum Laden hinbringen, da einpacken und dann zu Hause das an die Wand bringen. Also das ist nochmal viel mehr Deko, die man am Ende zu Hause einpacken kann. Ich finde, das ist so der krasseste Lifehack, den es eigentlich so gibt heute in der Folge. Weil, wenn man sich die Mühe macht, dann kann man halt wirklich einfach alles als Deko benutzen. Wir können das nochmal ein bisschen weiter testen. Und zwar hier, hoppla. Aber man sieht schon, man muss halt so ein bisschen, man muss halt relativ schnell drücken. Und zwar so. So, jetzt haben wir die ganze Wahl vollgeklatscht mit Spielzeug, aber man kann es natürlich auch mit anderen Sachen machen. Also man kann zum Beispiel sein komplettes Regal vollklatschen mit Essen. Dann hat man auf jeden Fall immer genug zu hacken, zu essen. Wir gucken einmal nochmal, was wir hier kurz haben. Hier haben wir nochmal einen Handhalt und eine Pflanze. Und hier haben wir noch ein Geschenk. Meine Wand ist auch schon gleich voll. Auch machen. So, okay, die ist jetzt runtergeflogen. Wie gesagt, man muss das Geschenk wirklich genau in der Sekunde, wo man es gerade loslässt, direkt aufmachen. Also man hat gerade gesehen, ist ein bisschen schwierig, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil dafür hat man halt coole Sachen an seiner Wand hängen. Und jetzt sind wir auch schon fertig mit diesem Lifehack und fangen dann direkt auch weiter, machen dann direkt weiter mit dem nächsten Lifehack. Dafür müssen wir nämlich einmal wieder rausgehen und wir gehen ins Theater rein, denn wir werden uns jetzt eine Secret-Figur angucken. Das kennen wir eigentlich auch schon von Tokaboka, dass irgendwo immer so kleine Figuren versteckt sind, die aber nicht so ganz normal sind oder nicht ganz gewöhnlich sind. Und im Theater gibt es das nämlich auch. Denn im Theater, das kennt ihr vielleicht, könnt ihr mit dem Vorhang immer ganz verschiedene Sets anzeigen lassen. Hier ist ja gerade die Umkleide und hier haben wir jetzt die Bühne. Das ist jetzt gerade gar nicht. Aber man kann ja zum Beispiel das hier zeigen. Vorhang geht runter, Vorhang geht hoch und dann haben wir auf einmal das. Und ich glaube, bei jedem Set ist wahrscheinlich auch irgendein Secret, was wir jetzt gerade noch gar nicht gesehen haben. Aber das Secret, was ich jetzt auf jeden Fall zeigen möchte, ist, wenn wir das hier machen, nämlich dieses Waldset oder diese Waldumgebung. Und zwar haben wir hier einmal eine Spinne gehabt, aber die ist ja relativ offensichtlich. Wir haben aber auch hier ganz, 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 ganz versteckt eine Figur, die so eine Art Steinmensch ist. Und ich finde, die sieht irgendwie auch echt krass aus. Also auf jeden Fall anders als die normalen Tokaboka-Figuren. Und ich finde, sobald eine Figur irgendwie da so ein bisschen außergewöhnlicher aussieht, finde ich, ist das auch schon immer irgendwie eine coole Sache. Und die Figur könnten wir jetzt auch mitnehmen, aber ich glaube, die lassen wir einfach mal hier, wo sie ist. Ansonsten gibt es hier im Theater bestimmt auch noch ein paar andere Sachen, die da noch unentdeckt sind. Wenn ihr da was im Kopf habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Auch wir wissen sicherlich nicht alle Secrets, die es so gibt in Tokaboka. Aber wir machen auch nochmal weiter und kommen zu unserem letzten Secret. Und das ist ganz unten rechts an der Start. Und zwar müssen wir dafür einmal hier hin. Und zwar sind wir hier in einem, ja, was ist das eigentlich? Das ist so eine Art Poststelle. Hier gibt es zum Beispiel auch ganz viele verschiedene Secrets. Also hier kann man Geschenke machen. Also das ist vielleicht auch sogar nochmal ein Thema für ein eigenes Video, weil hiermit kann man auch ganz viele coole Sachen machen. Aber dazu vielleicht an einer anderen Stelle. Hier sind noch ganz viele Poststellen und so weiter. Hier kann man übrigens denselben Trick machen wie mit den Geschenken. Nämlich einfach alles zu einem Paketchen verbinden lassen. Wir testen jetzt auch noch einmal ganz kurz, ob das geht hier wie mit der Wand. Aber das hat jetzt gerade nicht funktioniert. Das müsste man vielleicht auch nochmal in Ruhe testen. Ob das zum Beispiel zu Hause geht, dass man das dann da wieder an die Wand hängen kann. Aber hier fällt das zumindest runter. Und hier fliegt jetzt gerade einfach so meine Mütze durch die Luft. Wir schauen uns das jetzt nochmal an. Da nämlich. Da fliegt sie einfach durch die Luft. Ich habe es ja am Anfang des Videos versprochen. Und wir machen aber auch weiter, weil wir haben hier das eigentliche Secret. Und zwar haben wir hier ganz viele Regale. Und die können wir alle so ein bisschen hin und her fahren. Und da gibt es unfassbar viele Items, die man hier so haben kann und Gegenstände. Also ihr seht schon, die gesamte Farbpalette, die wird ja einmal durchgegangen. Wirklich von grün zu blau, zu violett, zu rot, zu orange und dann irgendwann zu gelb und grün. Und daran sieht man schon, das sind einfach super viele Gegenstände. Also wenn ihr irgendwas braucht in Tokaboka, dann könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass ihr das da auf jeden Fall finden werdet. Und das ist eigentlich dann auch schon so der letzte Lifehack oder Secret, was wir heute so uns angeschaut haben. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Secret ihr schon kanntet, vielleicht noch nicht. Wir wissen natürlich, dass ihr manche auch schon definitiv kennen werdet, weil ihr kennt euch natürlich auch mega gut aus. Deswegen, aber wir hoffen natürlich, dass wir manchmal vielleicht auch noch ein paar Sachen finden, die ihr noch nicht gesehen habt. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn das der Fall war. Lasst dafür gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!